Der Coronavirus hat uns fest im Griff. Es werden jeden Tag mehr. Und die Chinesen dort die Statistik nach oben frisieren und die Wirtschaft wieder voll anheben. Weil wir die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen, obwohl das Tausende von Leuten angesteckt werden in China. Also bei den Chinesen ist die Wirtschaft wichtiger wieder. Volksgesundheit. Und das ist ein grosser Fehler. Die Chinesen müssen nach wie vor in der Quarantäne sein. Und sie müssen mit ehrlichen Zahlen arbeiten. Und nicht einfach irgendwelche Statistiken frisieren, dass es gar keine Coronavirus-Tote gäbe. Die Amerikaner machen das besser. Sie haben schon sehr viele Corona-Tote gehabt. Letzte Woche 1000 Tote. Und so kann man nicht einfach das Gastgewerbe und Detailhandel und all die verschiedenen Arbeiter einfach weiter arbeiten, weil sie sich so anstecken. Und auch das Militär muss daheim bleiben, damit sich in der RS nicht noch mehr Rekruten anstecken. Und in der WK geht es genau gleich weiter. Das Militär muss jetzt eingesetzt werden, dass man die Corona-Fälle kann behandeln. Und sonst muss man das Militär einfach stoppen und nur einrücken. Weil im Militär sind so viele Leute aufeinander oben. In einem Raum 100 Personen, die übernachten. Und dann ist die Ansteckungsgefahr viel zu gross. Und darum muss man das Militär kurzfristig jetzt einfach mal abschaffen. Und wenn der Coronavirus wieder vorbei ist, kann man mit dem Militär wieder weitermachen. Und 3 Meter Abstand muss man auch haben. Und genügend Beatmungsgeräte bei der Lungeninfektion braucht es auch. Damit nachher der Coronavirus möglichst gut kann bekämpft werden.